bitch, I'm ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. Now there's no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. Willkommen bei LK Lifting. Wir sind heute mal in McFit trainieren. In Braunschweig. In Braunschweig und haben heute den Calvin mit bei uns. Moin. Mit ihm mache ich heute ein kleines Personal Training. Wir schauen mal über seine Technik beim Squat, beim Bankdrücken und beim Kreuzheben. Und wird schon schief gehen. Wir nehmen euch heute mal mit und viel Spaß dabei. So, der Calvin, der macht gerade ein paar Aufwärmübungen für die Hüfte. Zeig mir mal ganz kurz. Mal das andere Bein. Genau, das sieht schon gut aus. Schön kontrolliert. Super. Und lass mal die Hüftzucke, die jetzt ist, und drückst sie nicht nach vorne durch. Lass sie mal nur so. Ja, besser. Schön, wie du vorstellst, den Baum auf die Knie auflegst. Machst den nicht lange. Bisschen höher, Oberkörper. So, Calvin. Erster Satz. Und das Gewicht drauf jetzt. Mal gucken, ob er das umsetzt, was ich ihm gesagt hat. Festmachen. Ja, easy, Mann. Sieht doch super aus. Top. Schön. Viel besser als am Anfang. Super. Komm, gib Gas. Ja. Festmachen. Super. Komm, einer geht noch. Schön. Top. Super. So Leute, für die immer ein bisschen Probleme haben, die Brücke beim Bankdrücken aufzubauen, haben wir jetzt eine kleine Warm-up-Übung. Calvin zeigt mal kurz, wie es geht. Genau. Er hat auch noch ein bisschen Probleme. Aber es sieht schon ganz gut aus für den Anfang. Einfach ein bisschen die Brücke zum Üben. Genau, super. Versuch schön aus den Schultern rauszudrücken, ja. Genau, super. So, Calvin probiert jetzt mal einen neuen Start beim Bankdrücken, um besser in die Brücke zu kommen. Sieht schon deutlich besser aus. Genau, Füße einfach runterdrücken. Super. Genau. Runter. Press. Super. Press. Press. Ja. Super. Schön Handgelenke, Pronation. Ja, super, genau. Drück ist gut. Top. So. Jetzt wird noch ein bisschen Spodo Press gemacht für einen besseren Start. Am unteren Punkt für mehr Spannung. Heute nur Techniktraining. Raus. 21, 22 Press. Bisschen höher noch absetzen, nicht so weit unten. Stopp. 21, 22 Press. Man legt es quasi nicht auf der Brust ab, sondern ein paar Zentimeter höher. Drück. Super. Da kann man halt besser die Spannung unten aufbauen. Drücken. Super. Kommen noch zwei. 21, 22. Drück. Ein Nachgang, letzter. 21, 22. Drück. Gut. Das liegt gar nicht am Rücken. Genau, das liegt nicht am Rücken, sondern weil das hier verkürzt ist. Ja, genau. 2 Minuten halten. Guck, du kannst auch, du musst nicht die ganze Zeit volle Pulle aggressiv reingehen, sondern immer ein bisschen entspannen. Und dann drückst du mal wieder 10 Sekunden deine Hüfte durch. Lass es kurz locker und dann gehst du wieder rein. Und dann schaust du mal, wir haben jetzt alles beim rechten Bein gemacht, ob du den Unterschied merkst, wenn du aufstehst. So, Calvin, jetzt nochmal bei 140. Versuche das jetzt mal umzusetzen, was ich ihm gesagt habe. Höher starten. Spannung rein. Bam.
Mehr Spannung, komm. Holen mal richtig Luft. Oben bleiben. Ja. Warte, ganz kurz. Geh nochmal ganz kurz weg von der Stange. Versuch wirklich erst unten die Spannung zu haben. Du hast es wieder, der erste war ganz gut, der zweite bist du wieder zu aggressiv rangegangen. Hab erst wirklich so, wenn du dir vorstellst, dass du das Gewicht eigentlich gar nicht hochbekommst. So musst du schon ran unten dran ziehen und dann fängst du es an zu beschleunigen. Dann versuch's nochmal. Und schön hoch starten. Einfach nur die Hüfte durch. So. Jetzt noch so. Genau dort startest du. Spannung rein. Ziehen und dann beschleunigen. Bam, super. Komm, ein Muscle Up. Arme straight. Anspannen. Ja. Gut. Jo Leute, wir sind jetzt fertig mit Training. Karl war heute bei mir gewesen. Wir haben Personal Training gemacht. Ich habe ihm die drei Übungen, sag ich mal, von Grund auf nochmal richtig gezeigt. Wir haben Kniebeuge gemacht, Bankdrücken und Kreuzheben. In der Reihenfolge wie beim Wettkampf. Weil er möchte nächstes Jahr bei der GDFBF mit starten, da wo ich diese auch teilgenommen habe. Und ja, wir sind einfach die ganze Übung kurz durchgegangen. Was heißt kurz? Sehr genau durchgegangen. Und ja, erzähl einfach mal ganz kurz, wie es dir gefallen hat, so dein Feedback, was du mitgenommen hast. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen, habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, denn es einfach so viel Content war, dass mir das alles nicht merken könnte. Ja, ja. Und werde halt daran jetzt üben, die nächsten Monate, und dann werden wir uns vielleicht nochmal treffen. Und dann werden wir gucken, ob ich meine Ausführung halt beherrsche oder nicht. Ja. Und ich hoffe einfach, dass ich nächstes Jahr weit komme im Wettkampf und dass wir uns öfters wiedersehen. Ja klar, also wie gesagt, hat mich echt gefreut, dass du gekommen bist. Hat Spaß gemacht, auch dir, sag ich mal, wirklich was mitzugeben, dass du was gelernt hast. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch was essen, weil wir haben jetzt, keine Ahnung, 4 Stunden, 3 Stunden aufgenommen, gefilmt für euch. Einfach, dass der Content kommt, und morgen geht's nach Berlin. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Lisa hat auch trainiert, ist auch durch. Bis später, ciao. Ciao. I made a promise to my mama, I'ma